Die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition sind gestern Abend gescheitert. Sind gescheitert, gescheitert, gescheitert. Wir lieben das Scheitern. Zumindest, wenn es anderen passiert. Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht. Bist du auch schon mal gescheitert? Hast richtig auf die Schnauze bekommen? Dann weißt du selbst, Scheitern, das tut richtig weh. Keiner hat wirklich Bock auf die persönliche Niederlage, die verbockte Prüfung, die zerbrochene Beziehung oder die schmerzhafte Pleite. Aber ist Scheitern immer nur Kacke? Oder können wir aus Niederlagen auch was lernen? Was ist gut an Scheitern? Natürlich gibt's auch Gutes am Scheitern. Wir lernen Neues, indem wir scheitern. Gutes Scheitern, das kann man lernen. Und manchmal müssen wir scheitern, um zu verstehen, was wirklich wichtig ist im Leben. Mama hat immer gesagt, da kommen die bösen Menschen hin. Na ja? Und irgendwie bin ich jetzt ja auch einer von denen. Wir erzählen euch die Geschichte von Martin. Martin hat als Cyberkrimineller im Darknet Millionen verdient. Unter dem Decknamen The One hat er dafür ein Doppelleben geführt, über Jahre Freunde und Familie belogen. Ich war diese Jahre einfach in einem Film drin, in einem Tunnel. Er wurde von FBI, Europol und BKA gejagt und schließlich verhaftet. Für Martin und seine Familie geht es jetzt um alles. Ob er sehen wird, wie sein Sohn aufwächst, wenn er für seine Taten ins Gefängnis muss? Ich hoffe, dass unsere Familie zusammenbleibt, dass ich mit meiner Freundin und meinem Kind irgendwie noch eine Zukunft habe. Martin drohen bis zu 15 Jahre Haft. Wir begleiten ihn zu seinem Urteilsspruch. Bekommt er eine zweite Chance? Doch von vorne. Das erste Mal treffen wir Martin in einem Fitnessstudio bei Stuttgart. Grüß euch. Servus. Servus. Hi. Hier trainiert Martin regelmäßig. Und viel Kraft, die wird er noch brauchen in den nächsten Wochen. Ich bin 31 jetzt aktuell und ich bin gerade mitten im Prozess. Mir wird vorgeworfen, den zweitgrößten Darknet-Marktplatz mit aufgebaut zu haben, mit zwei weiteren Beschuldigten. Und ja, wir erwarten jetzt bald das Urteil. Martin stehen die Probleme bis zum Hals. Da sind die drohende Gefängnisstrafe und eine ungewisse Zukunft. Er wird von Drogendealern bedroht, die er über den Tisch gezogen hat. Und das Finanzamt fordert rückwirkend 400.000 Euro von ihm. Geld, das Martin nicht hat. Martin ist also echt gerade Vollgas gescheitert. Doch was ist das überhaupt, Scheitern? Ursprünglich kommt das Wort Scheitern vom Holz. Man bezeichnet nämlich ein abgespaltenes Holzstück, na, als einen Holzscheit. Später taucht der Begriff dann in der Seefahrt auf für Schiffe, die an Klippen zerscheitern. Oder in der Hexenverbrennung, Stichwort Scheiterhaufen. Das Wort Scheitern beschreibt also ein Auseinanderbrechen von etwas. Eine einheitliche Definition, was Scheitern eigentlich ist und wie es abläuft, gibt es übrigens nicht, da sich die Wissenschaft bislang mit dem Scheitern nur sehr spärlich auseinandersetzt. Immer wieder wird Scheitern aber als Prozess beschrieben, bei dem man bestimmte Phasen durchläuft. Das klingt jetzt vielleicht nach einem Step-by-Step-Rezept, wie Scheitern geht. Ganz so einfach ist es aber auch nicht. Jeder Mensch und jedes Scheitern ist anders. Und jeder geht natürlich ganz unterschiedlich mit so einer Krise um. Martin hilft Sport. Immer mit dabei Dennis, Martins bester Freund. Komm, komm, komm. Die beiden kennen sich schon seit der Ausbildung. Mehrmals die Woche trainieren sie zusammen. Also im Gym ist so ein bisschen Therapie für mich auf jeden Fall. Mir tut's gut, wenn ich mich dann auf neue Sachen konzentriere. Und also ich sehe mich auch selber so, dass ich irgendwie aus jeder Situation wieder rausschaffe. Auf die eine oder andere Weise. Also ich bin keiner, der aufgibt. Im Normalfall. Eigentlich wirkt Martin ja ganz sympathisch. Wie also ist er auf die schiefe Bahn geraten? Falsche Freunde, wackelige Moralvorstellungen? Dafür müssen wir ein wenig ausholen.
Also Martin wächst ziemlich behütet auf. Vater Ingenieur, Mutter Hausfrau, ein Zwillingsbruder, mit dem er sich gut versteht. Kindheit auf dem Land, Realschule, danach Ausbildung zum Elektrotechniker. Soweit normal, soweit gut. Aber es gibt dann noch einen zweiten Martin. Der bringt sich das Programmieren bei, verirrt sich als Teenager immer tiefer in die dunklen Bereiche des Internets, ist fasziniert, was da so geht und wie man dort illegal Geld verdienen kann. Da geht es so um Kreditkartenbetrug, Phishing, Filling, also dass Leute sich Bankaccounts faken. Und das hat mich irgendwie als Jugendlicher so ein bisschen in den Bann gezogen. Ne? Ich fand es sehr interessant. Ich habe da aber erstmal jahrelang nur mitgelesen im Endeffekt. Und dann lernt man da Leute kennen. Für mich war das wie so ein Strudel, dann bin ich da immer tiefer reingeraten. Irgendwann mischt Martin aktiv mit. Tagsüber arbeitet er als Elektrotechniker. Nachts entwickelt er Verkaufsseiten für illegale Waren im Darknet. Freunden und Familie erzählt er, er betreibe eine Online-Marketing-Agentur. Hier oben gibt es Kategorien, also da ist jetzt Drogen, Online-Business, Software, Services, gefälschtes Geld zum Beispiel. Und Drogen ist natürlich hier auch ein ganz großer Teil. Cannabis zum Beispiel, gibt es hier Ecstasy, MDMA. Da machen die halt echt so hochauflösende Bilder von dem ganzen Zeug. Doch was ist das eigentlich genau, das Darknet? Und warum hat Martin damit heute ein Problem? Das Internet, wie wir es kennen, das ist das Clearnet. Doch das Clearnet ist nur ein Teil des Internets. Ein anderer Teil ist das Darknet. Ins Darknet kommt man nur mit speziellen Browsern und die Seiten dort sind nicht mit gewöhnlichen Suchmaschinen zu finden. Im Gegensatz zum Clearnet surft man im Darknet weitestgehend anonym. Das nutzen zum Beispiel Menschen in totalitären Ländern oder Journalisten, um in verschlüsselten Chats oder sozialen Netzwerken kritische oder geheime Informationen zu teilen. Neben diesen legalen Seiten finden sich im Darknet aber auch tatsächlich dunkle Seiten, die Marketplaces. Hier gibt's alles, was illegal ist. Waffen, Drogen, gefälschte Kreditkarten, Personalausweise, Falschgeld oder Pornografie. Wie bei eBay bieten Verkäufer ihre Waren an und die Kunden kaufen direkt bei ihnen. Der Unterschied? Alles ist anonym. Bezahlt wird mit Bitcoins. Und genau so ein Marketplace betreibt Martin, und zwar den Wall Street Market. Dort werden zwischen 2014 und 2019 hauptsächlich Drogen verkauft. Von Cannabis bis Heroin ist alles dabei. Martins Username ist The One. Er betreibt die Plattform mit zwei Komplizen, die er nur virtuell kennt. Als Betreiber kassieren sie für jeden Verkauf eine Provision von 3-6%. Und sie sind ultra erfolgreich. Ihre Seite wird zum zweitgrößten Umschlagplatz für Drogen im Darknet, weltweit. In 2 Jahren macht Martin damit unglaubliche 7 Millionen Euro in Bitcoin. Auch weil sie am Ende mit einem sogenannten Exit-Scam ihre eigenen User übers Ohr hauen. Und nicht nur die Provision, sondern die gesamten Umsätze aus den Verkäufen für sich behalten. Doch 2019 implodiert das Wall Street Market Imperium. Mitten in der Nacht wird Martin von einem SEK-Kommando vor seiner Haustür verhaftet. Ein internationales Ermittlerteam von BKA, Europol und FBI haben ihn und seine beiden Mitbetreiber enttarnt. Deutsche Sicherheitsbehörden haben nach aufwendigen Ermittlungen eine der größten Online-Plattformen für Drogen, gefälschte Dokumente und Schadsoftware geschlossen. Aus dem anonymen Darknet-Millionär The One wird über Nacht der Angeklagte Martin Frost. Bei der Verhaftung kriegst du ja den Haftbefehl und warum die da sind. Und dann liest du irgendwie diese Wörter und da steht irgendwas von FBI, Interpol. Und ich dachte erstmal, boah, in dem Moment geht es in deinen Kopf gar nicht rein. Und so dieses erste Mal, wo ich wirklich gedacht habe, boah, du hast richtig Scheiße gebaut, war dann die erste Nacht in U-Haft in Frankfurt. Ich habe mir das dann nochmal durchgelesen, diesen Haftbefehl und was uns vorgeworfen wird. Und da wusste ich, hey, du hast echt Kacke gebaut. Einen Monat bleibt Martin in U-Haft. Dann kommt er gegen Auflagen frei. Er muss all seine Vermögenswerte abgeben, sich zweimal pro Woche melden. Die Dimensionen seines Vergehens sind riesig. Umgerechnet Euro zum tagesaktuellen Kurs der Verkäufer ergibt sich hinsichtlich des Vertriebs von illegalen Betäubungsmitteln ein Gesamtumsatz der Verkäufer von ca. 36.900.000 Euro. Und mit Blick auf die Schwere der Tatvorwürfe sind die angeordneten Maßnahmen nicht unverhältnismäßig. Ich war diese Jahre einfach in einem Film drin, in einem Tunnel.
Man hat es so weggeschoben. Und über die Jahre war das für mich einfach nur so ein Projekt, das ich weiterbringen wollte. Und das, der Rest, dass ich so wirklich so ein Unrechtsbewusstsein entwickelt habe, das kam dann viel später nach der Verhaftung. Also in dem Moment aber, muss ich wirklich sagen, hatte ich sowas nicht. Und jetzt ist es schon fast zu spät. Martin hat hunderttausende Euro Schulden und ihm drohen bis zu 15 Jahre Knast. Und er wird bedroht, weil er Menschen um Geld betrogen hat, die keinen Spaß verstehen. Das Interview gibt er uns deshalb bei einem Freund. Seinen Wohnort hält er geheim. All das belastet nicht nur ihn allein. Martin hat eine kleine Familie. Wie alle in seinem Umfeld hat auch Martins Freundin bis zur Verhaftung nichts von seinen illegalen Geschäften geahnt. Zum Zeitpunkt der Verhaftung waren wir 10 Jahre zusammen mit Kind. Und ich bin in Haft und ich habe auch keinen Kontakt irgendwie zu denen. Und gerade am Anfang war es ganz schlimm für mich, weil ich nicht wusste, okay, wie reagiert die? Ist die jetzt, wäre ja völlig verständlich, ich habe die angelogen 3 Jahre und da kommt das GSG 9 bei uns durch die Tür. Ich glaube, viele hätten einfach gesagt, sag mal, bist du bescheuert, ich hau ab. Bisher steht Martins Freundin hinter ihm. Klar, weißt du selber nicht, wo oben und unten ist, da war ich echt mal echt so. Aber man hängt ja als Familie zusammen im Endeffekt und wenn dem einen das leid tut oder irgendwie was passiert ist, dann leidet man ja natürlich schon mit eigentlich. Wenn dann mal sowas wirklich Schlimmes passiert, ich glaube, dann merkt man erst richtig, wenn man wirklich echt ganz unten ist, wer einen dann wieder aufbaut. Martin will seine Familie retten und verrät deshalb auch die Passwörter zu seinem Bitcoin-Konto. Ich hatte auch ganz oft so Fragen, warum hast du das Geld nicht behalten? Also wäre eine Option gewesen. Wir hätten sagen können, wir machen die Rechner nicht auf. Das wären jetzt, damals waren es bei mir ungefähr 7,5 Millionen Euro, die sind jetzt 30 Millionen Euro wert. Dann wäre ich bis jetzt noch in U-Haft, krieg dann ein viel härteres Urteil. Was bringt dir 30 Millionen, wenn du dann keine Family mehr hast, keine Freunde und so? Ist es nicht irgendwie egoistisch zu erwarten, dass der Partner so lange wartet? Er hat ja auch noch ein Leben. Das sind halt die Fragen, wo ich immer noch Angst habe, wo ich immer noch nicht weiß, vielleicht sagt sie irgendwann, es sieht nicht danach aus, sie sagt, sie hält zu mir, aber so eine Haftstrafe ist halt eine schwere Zeit auf jeden Fall für alle. Vieles ist gerade ungewiss für Martin und seine Familie. Wie lange er in Haft muss, wird das Gericht in wenigen Tagen entscheiden. Doch wie schafft man es, mit solchen Herausforderungen und Krisen umzugehen, ohne eben daran zu zerbrechen? Wir fahren nach Mainz ans Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Hallo. Ja. Isabella Helmreich ist Psychologin und erforscht, was Menschen dabei hilft, gut durch Lebenskrisen zu kommen. Stichwort Resilienz. Dafür schauen sie und ihre Kollegen sogar Menschen ins Gehirn. Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, mit Herausforderungen klarzukommen. 3 Grundformen kennt die Wissenschaft. Ich habe hier unseren kleinen Resilienz-Bonsai mitgebracht, weil ich finde, da kann man sehr schön zeigen, was für verschiedene Arten es bei Menschen gibt, auf Widrigkeiten, auf schlimme Sachen zu reagieren. Jetzt kommt der Wind des Lebens. Der Baum bewegt sich, aber wenn man sich jetzt hier unten den Stamm anguckt, der bleibt ganz feste und starr. Sozusagen manche Menschen, da prallt der Stress ab, das nennt man resistent. Andere Menschen dagegen, es geht nicht so gut, wir entwickeln vielleicht Stresssymptome. Aber wenn der Wind dann sozusagen nachlässt, das nennt man Regeneration, dann schaffen sie es auch wieder zu regenerieren und ganz normal, wie unser Bonsai am Anfang war, wieder zu wachsen. Und dann gibt es noch die dritte Art, das ist so die sogenannte Rekonfiguration. Und zwar, hier hat sich der Stamm verändert. Und unser Bonsai, da stand man eine Zeit lang nicht so gut, da hat er zu wenig Licht bekommen. Und dann hat er es geschafft, sozusagen in eine neue Richtung zu wachsen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, jemand, der zum Beispiel eine Krebserkrankung hatte. Die schaffen es dann oft, quasi neue Fähigkeiten, neue Fertigkeiten, neue Ideen zu entwickeln, um dann sozusagen noch besser ausgerüstet zu sein. Also zum Beispiel merken sie dann, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben und nehmen dann eine ganz neue Richtung in ihrem Leben. Kündigen zum Beispiel ihren Job oder gehen ganz speziellen Hobbys nach. Früher dachte man, Resilienz sei ein Persönlichkeitsmerkmal und ziemlich starr. Der eine ist mehr resilient, der andere halt weniger. Heute weiß die Forschung, wie resilient wir sind, kann sich im Laufe des Lebens immer wieder verändern. Die Wissenschaftler in Mainz wollen verstehen, wie genau das funktioniert.
Wir gucken in das Gehirn, weil wir bei resilienten Menschen festgestellt haben, dass bei denen manche Strukturen besser ausgeprägt sind im Gehirn, besser miteinander vernetzt. So die Amygdala, das ist ja auch so das Zentrum für die Gefühlsverarbeitung. Aber auch eine andere wichtige Struktur ist so der präfrontale Kortex. Also das ist so vorne im Gehirn, der ist für Denken und Planen zuständig. Und das sind natürlich auch Strukturen, die man trainieren kann. Aus diesen und anderen Daten haben sie 10 sogenannte Resilienzfaktoren identifiziert. Eigenschaften und Ressourcen, die uns nachweislich und wissenschaftlich messbar widerstandsfähiger in Krisen machen. Und ganz oben habe ich die soziale Unterstützung hingepinnt, weil das ist so einer der wichtigsten Resilienzfaktoren. Das aktive Coping. Und da geht es darum, dass ich quasi aktiv Dinge verändern kann. Kognitive Flexibilität. Dass wir sozusagen nicht in eingefahrenen Denkmustern denken, sondern schon versuchen, uns immer wieder flexibel auf neue Gegebenheiten einzustellen. Und mein Lieblingsfaktor sind eigentlich die positiven Emotionen. Es geht nicht um, dass es besonders intensive Emotionen sind, sondern es geht wirklich um die Frequenz. Also die haben, resiliente Menschen haben so den Blick für die schönen kleinen Dinge des Lebens. Also wie hier diesen wunderschönen Baum. Deswegen, die schaffen es einfach, diesen schönen Blick auch in schwierigen Situationen zu bewahren. Und weil man das eben trainieren kann, haben Isabella Helmreich und ihr Team eine Resilienzambulanz gegründet. Hier können Menschen in Kursen oder Einzelcoachings gezielt Resilienzfaktoren erlernen und entwickeln. Okay, das ist ja schon mal super. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt, dass sie sich zumindest der Herausforderung stellen. Und dann kann auch aus Scheitern etwas Gutes entstehen. Also Scheitern ist natürlich nichts Schönes, aber es gehört zum Leben mit dazu. Kein Mensch wird ohne irgendwelche Krisen durchs Leben kommen und deswegen muss man auch Scheitern üben. Und das ist auch das, was man den Menschen vermitteln sollte. Es ist gut zu scheitern, ich kann daraus was lernen. Ob das auch Martin gelingen wird? Wir haben uns mit ihm in Stuttgart verabredet, zu einem Spaziergang der besonderen Art. Ja, das sieht schon übel aus, ne? Überall Kameras auch hier draußen. In diesem Gefängnis muss Martin wahrscheinlich seine Haft antreten, wenn ihn das Gericht für schuldig befindet. Kribbelt es dich so? Also wenn du sowas siehst jetzt? Da wird es mir auch schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Wir sind oft diese Strecke gefahren mit meinen Eltern, von so Richtung Heilbronn, Stuttgart und so. Und da fährst du an Stammheim vorbei. Da habe ich immer gesagt, was ist das? Und Mama hat immer gesagt, da kommen die bösen Menschen hin. Und irgendwie bin ich jetzt auch einer von denen. Martin hat sich in den letzten Monaten intensiv mit seinen Taten beschäftigt und mit sich selbst. Das Problem an Internetkriminalität ist, dass du die Opfer nicht siehst. Und du bist da ganz weit weg. Und deswegen fällt es ganz einfach, das in eine Ecke zu drücken und zu sagen, da gibt's doch gar keine Opfer. Hey, die wollen das doch alles selber. Weil du die nicht siehst, die Leute. Du siehst die nicht. Ich habe mit vielen Leuten geschrieben, die konsumiert haben. Und auch tatsächlich mit welchen, die bei uns bestellt haben. Ein gutes Beispiel ist ein junger Mann, der hat relativ früh angefangen mit Drogen, 3 Ausbildungen abgebrochen, mega Stress mit den Eltern, Schulden. Und jetzt, wo ich sehe und mich auch so mit Leuten beschäftige, was Drogen wirklich machen mit Menschen. Ich hatte da echt keinen Plan davon. Tut mir das schon leid. Ich meine, ich habe, man muss es so sagen, ich habe geholfen, dem Typen sein Leben zu verbauen. Martin ist entschlossen, sich öffentlich zu seinen Taten zu bekennen. Davor wusste kaum jemand, was er gemacht hat. Hallo zusammen. Heute fangen wir an mit dem Tag der Verhaftung. Herzlich willkommen zu Storytime Nummer 4. Ich habe meinen Sohn gesehen und er hat so geheult, wo ich mich gesehen habe. Er ist im Fernsehen aufgetreten und betreibt einen YouTube-Kanal, auf dem er über seine Straftaten spricht. Natürlich ist es eine Belastung für mich und auch für meine Family. Und ich glaube, jeder, der irgendwas anderes sagt, lügt. Dafür erntet er Beifall, aber auch Kritik. Was sagst du, wenn ich dir jetzt sage, so, Martin, ich glaube dir gar nichts, du machst es doch nur, damit du ein milderes Urteil bekommst? Kann ich komplett verstehen, die Einstellung. Ich will ja auch nicht, dass man mich glorifiziert, gar nicht. Ich will mich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. Mir geht es wirklich darum, dass er vielleicht ein paar Leuten die Augen öffnen kann. Und klar, mit seinen Muskeln und seinen Tattoos wirkt Martin erstmal ziemlich abgeklärt. Aber wenn du dir so knallhart das eigene Scheitern eingestehen musst, das macht was mit dir, das verändert dich, ob du willst oder nicht. Depressionen und sowas, das war für mich damals so eine Sache, da will jemand nicht zur Arbeit kommen. Und dann hat es mich aber voll erwischt. Also ich war komplett psychisch am Ende. Und dann bin ich dann auch zum Psychiater gegangen.
Und habe mir auch eingestehen müssen, okay, das ist nicht so einfach, du brauchst auch Hilfe. Ne? Da war das erste Mal in meinem Leben so der Punkt, wo ich vielleicht kurz davor war, irgendwie zu sagen, ich kann nicht mehr, ich stecke irgendwie den Kopf in den Sand. Wenn jetzt meine Freundin nicht da gewesen wäre, meine Freunde, wo man halt einfach irgendwie so einen emotionalen Rückhalt hat, dann ist es, glaube ich, wäre das ganz schwer gewesen für mich alleine. Ja. Selbst schwach zu sein, das hat Martin echt verändert. Ich bin sensibler geworden im Hinblick darauf, was ich mit meinen Taten anderen antue. Und ich habe auch wirklich gelernt, empathisch zu sein. Und das hatte ich gar nicht die ganzen Jahre. Wirklich, ist mir richtig schwer gefallen, Empathie zu zeigen. Und wenn jemand anders traurig ist, ich habe das nicht, das hat mich nicht abgeholt irgendwie. Ich konnte dann mich nicht reinfühlen. Und das kann ich mittlerweile. Aus dem Scheitern etwas lernen, etwas mitnehmen, das ist die große Chance. Ob und wie gut uns das gelingt, das bekommen wir zum Teil schon in die Wiege gelegt. Denn jeder Mensch kommt mit einem genetischen Rucksack zur Welt. Bestimmte Genabschnitte beeinflussen, wie wir auf Stress und Krisen reagieren. Da gibt es zum Beispiel das sogenannte Gewaltspiralen-Gen, das Zappel-Philipp-Gen oder das Trübsinn-Gen. Das etwa regelt, wie viel vom Glückshormon Serotonin in unseren Zellen verbleibt. Das Gen kann bei Menschen unterschiedlich lang sein und das hat Folgen. Studien zeigen, Menschen mit einem kurzen Trübsinn-Gen werden doppelt so häufig depressiv wie Menschen mit einem langen. Krass, oder? Forschende schätzen, wie wir uns bei Stress verhalten, wird zu etwa 30-50% von unseren Genen bestimmt. Daran können wir also nichts ändern. Die gute Nachricht, der Rest ist beeinflussbar. Durch Prägung, also das, was wir lernen. Gerade in den ersten Lebensjahren ist unser Gehirn noch extrem formbar. Jede neue Erfahrung führt zu einer neuen neuronalen Verknüpfung. Wir lernen. Zu scheitern, also ganz wortwörtlich auf die Schnauze zu fliegen, gehört dazu. Indem Eltern ihren Kindern zutrauen, Probleme selbst zu lösen und nicht alle Hürden aus dem Weg räumen, helfen sie ihnen, wichtige Fähigkeiten zu entwickeln. Zum Beispiel Selbstregulation. Heißt, sich nicht von Bedürfnissen oder Emotionen überwältigen zu lassen. Wer das als Kind gelernt hat, lebt messbar erfolgreicher, gesünder und kommt besser durch Krisen. Forscher nennen das Prinzip Stressimpfung. Kinder, die also einem gewissen Maß an Stress ausgesetzt werden, sind später resistenter dagegen. Für Martin wird's jetzt richtig stressig. Wir fahren nach Frankfurt. Hier am Landgericht wurde sein Prozess verhandelt. Und heute ist die Urteilsverkündung. Heute Morgen ging's, aber jetzt wird's schon. Also ich bin froh, wenn's vorbei ist. Ich will eigentlich, dass die halbe Stunde irgendwie rumgeht und wir rein können. Jetzt kickt's gerade schon rein, muss ich sagen. Martin und sein Anwalt hoffen, dass Martin nur wegen Beihilfe verurteilt wird, weil er nur die Plattform betrieben und nicht selbst verkauft hat. Die Staatsanwaltschaft fordert dagegen, ihn und seine Mitbetreiber wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu verurteilen. Für Martin hieße das eine deutlich härtere Strafe. Mindestens 5, maximal 15 Jahre. Seine Familie hat Martin zu Hause gelassen. Sie sollen das hier nicht miterleben müssen. Etwa eine halbe Stunde dauert die Urteilsverkündung und der Richter folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Martin wird wegen bandenmäßigen Drogenhandels und Untreue verurteilt, zu 7 Jahren und 9 Monaten Gefängnis. Dass er nicht vorbestraft war und umfassend kooperiert hat, ist da bereits mit angerechnet. Das ist jetzt schon echt ein heftiger Schlag, es war halt auch nicht nur für mich, ne, sondern mit meinem Sohn und so, ne? Ja. Martins Anwalt wird zwar Revision einlegen und versuchen, die Strafe etwas abzumildern. Doch egal, wie das ausgeht, Martin wird längere Zeit ins Gefängnis gehen. Wie schätzen Sie Martin ein, auch im Vergleich mit sonst Menschen,
also bei also er hat ja einen sauberen Werdegang und alles und intelligent. Von daher kann er in jedem Fall die Chance des Strafvollzugs, so hart es jetzt klingen mag, kann er für sich nutzen und das Beste draus machen für die Zukunft. Ja, ist ja keine verlorene Zeit. Man muss nur gucken, was er draus macht. Bis Martin seine Haft antreten muss, bleibt ihm noch mindestens ein halbes Jahr in Freiheit. Das muss er nutzen. Er braucht eine berufliche Perspektive, muss seine Schulden in den Griff kriegen und sich auf die Haft einstellen. Ein ziemliches Brett. Zumindest ist er in Sachen Scheitern nicht allein. Jeder dritte Studierende bricht sein Studium ab. Eine von vier Ausbildungen wird nicht zu Ende gemacht. 29% der angehenden Autofahrer fallen durch die theoretische und 34% durch die praktische Prüfung. 2019 gab es in Deutschland 86.838 Privatinsolvenzen und 149.010 Scheidungen. 9 von 10 Startups haben keinen dauerhaften Erfolg und überleben nicht. 4 von 5 Wohnungseinbrüchen werden nicht aufgeklärt. In das Wissenschaftsmagazin Science schaffen es nur 5 von 100 eingereichten Beiträgen. Und jeder dritte Straftäter in Deutschland wird rückfällig und landet wieder im Knast. Das will Martin um jeden Preis verhindern. Und er will so schnell wie möglich in den offenen Vollzug, damit er Frau und Kind öfter sehen kann. Doch dafür braucht er einen Job außerhalb vom Gefängnis. Martin ist mit dem IT-Unternehmer Severin Beisch verabredet, um mit ihm eine Bewertungs-App für Restaurants zu entwickeln. Martin könnte das Start-up während der Haft weiter betreuen. Und dann hier so die Menüelemente, das ist immer ganz gut, wenn es rechts ist. Severin weiß, was es heißt, wieder aufzustehen. Bevor er erfolgreich wurde, ging er mehrfach pleite. Ich bin auch gescheitert, also ich habe 3, 4, 5 Anläufe gebraucht und er muss jetzt einfach nur draus lernen. Und ich nehme es ihm 100% ab, sonst würde ich gar nicht mit ihm zusammenarbeiten, dass er so clever genug ist und das erkennt, dass wir was auf legalen Weg an den Markt bringen und das uns keiner mehr wegnehmen kann. Deswegen scheitern ist auch wichtig. Man muss einfach aus Fehlern lernen. Und die verfolgen Martin noch immer. Die 400.000 Euro Steuern stehen weiter im Raum. Ob er am Ende tatsächlich so viel zahlen muss, ist noch offen. So oder so ist das hier eine große Chance. Auf der einen Seite, ich weiß schon, was ich kann, ne? Aber es tut natürlich auch psychisch gut zu hören, wenn jemand sagt, hey, ich glaube an dich, ich weiß, dass du auch diese Energie, die du vorher in Illegales gesteckt hast, irgendwie adaptieren kannst auf was Legales. Eines stimmt jedenfalls. Martin gibt nicht so schnell auf. Ich werde Gas geben, ich werde was schaffen. Ich werde sehr wahrscheinlich dann ein Studium anfangen in der Haft. Und dann, da freue ich mich dann auch. Dann hast du neues Wissen, du kannst wieder was Neues aufbauen. Und das gibt mir gerade ganz viel Kraft. Ob Martin der Neuanfang gelingen wird, können wir natürlich nicht voraussagen. Für das, was er getan hat, wird er erst einmal gerade stehen und seine gerechte Strafe absitzen müssen. Aber dass er es schaffen kann, daran glauben wir. Denn wir finden, Martin hat aus seinem Scheitern ganz schön viel gelernt. Dass es jetzt so gekommen ist, sehe ich persönlich eigentlich eher als Chance, was anders zu machen. Ja? Und alles davor, das ist eigentlich mein Scheitern. Mein persönlicher Traum, wenn das alles vorbei ist, das Freisein einfach. Du hast dann praktisch deine Schulden beglichen und dann kannst du wieder dein Leben leben, ohne irgendwelche Hintergedanken, Gericht oder irgendwas anderes. Sich neu erfinden, andere Ziele setzen, die eigenen Stärken und Schwächen erkennen. Das alles kann einem das Scheitern eröffnen. Das wird mir nicht nochmal passieren, bin ich mir eigentlich 100%ig sicher. Und mein persönlicher Traum für die Zukunft ist einfach, dass hoffentlich unsere Familie zusammenbleibt, ne? Dass ich mit meiner Freundin und meinem Kind irgendwie noch eine Zukunft habe. Und viel mehr will ich nicht. Zu sehen, wer man sein will und was wirklich wichtig ist im Leben, das ist doch ziemlich gut an Scheitern. Ich hoffe, euch hat mein Film gut gefallen. Also in Martins Schuhen möchten wir ja gerade echt nicht stecken, aber vielleicht seid ihr ja auch schon mal gescheitert. Was habt ihr da mitgenommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und hier geht es zu weiteren Folgen von Was ist gut an? Da geht es um Drogen, um Genmanipulation oder um den Tod.